Ein normales Studium kam für mich nicht in Frage, da ich die Abwechslung suche und die Abwechslung zwischen Alltag bzw. Filialalltag und Studium ausgewählt habe. Mein Name ist Lea Luisa und ich bin duale Studentin im dritten Jahr in der Regionalgesellschaft in Grevenbroich. Mein Interesse für ein duales Studium war von Anfang an sehr hoch. Das heißt, ich habe mich immer schon für Arbeiten, Geld verdienen und gleichzeitig Studieren interessiert. Und da ist Lidl einfach die perfekte Möglichkeit, diese beiden Aspekte erfolgreich zu kombinieren. Mein duales Studium hat den Schwerpunkt Handel, also Konsumgüterhandel, so nennt sich das, und natürlich Managementaufgaben, die dann auch im Studium thematisiert werden. Wir unterscheiden die Theorie von der Praxisphase. Das heißt, wir arbeiten immer abwechselnd, 3 Monate in der Filiale und die anderen 3 Monate sind wir an der DHBW in Heilbronn und studieren hier Handel. Im praktischen Teil ist es so, dass wir anfangen beim Verkäufer. Das heißt, wir erlernen unsere Filialtätigkeiten, lernen, wie läuft es auf der Fliese tatsächlich ab und entwickeln uns dann ganz schnell zur Führungskraft. Wir gehen über Vertretungsaufgaben und gehen dann hin in die Verkaufsleitereinarbeit, was dann auch unsere Zielposition ist. In meiner theoretischen Phase darf ich dann mit meinen Studienkollegen verschiedene Schwerpunkte erlernen. Wir lernen also einmal auf der einen Seite den Handelsschwerpunkt, also Lebensmitteleinzelhandel, aber auf der anderen Seite auch die Managementaspekte, also wie führe ich Personal, wie arbeite ich wirtschaftlich. Der nächste Schritt nach meinem dualen Studium wird dann der Einstieg als Verkaufsleitung sein. Da werde ich dann mehrere Filialen betreuen dürfen. Das heißt, die Mitarbeiterverantwortung für über 100 Mitarbeiter zu haben, aber natürlich auch die Filialen in deren Kennzahlen zu steuern und sie im Filialalltag zu begleiten. Ich würde auf jeden Fall jederzeit das duale Studium weiterempfehlen, besonders wenn du daran interessiert bist, Neuigkeiten zu erleben und viel Action zu haben.